Genau, da ist er. Der Splitter. Oder? War das da auf dem Tisch? Ach, und Verstärkung kommt. Ziel erreicht. Jetzt. Ihr seht mich gar nicht. Doch, ihr seht mich. Was ist jetzt denn los? Irgendwie. Ach, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Muss ich hier raus? Schnell weg hier. Ohne Pfeile ist es nicht ganz so schön. Ich kann sie hören. Und machen wir eben kurz Pause. Oder? Ja, ich mach kurz Pause. So, herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt hat wieder im Hintergrund das Telefon geklingelt. Erst wollte ich das ignorieren. So, kaputt machen. Und weiter. Wo schießt denn hier noch? Da schießt einer. Ah, ich habe keine Pfeile. Genau, so kriegen wir die erstmal. So, kaputt. Und weiter. Wo müssen wir denn jetzt hin? Frage ich mich gerade. Wir nehmen noch mal eben hier den mit. 100% Bäume der Vision. Haben wir alle? Jetzt haben wir alle aktiviert. Also sind wir hier doch auch schon wieder fast durch. Ich habe nur einen Pfeil. Wow. So. Genau, fängst schon gut an. Da mache ich aber noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, genau. Kümmert euch mal um den. Ah, jetzt wollte ich gerade den Spezialangriff wirken lassen. Gut, so, jetzt brauchen wir hier neue Pfeile. So. So, den schafft ihr. Da glaube ich an euch. Na. Die zwei Pfeile. Nö. Und wenn ich jetzt nur eine Erholung verliere, dann ist mir das jetzt scheißegal. So. Wo kommt ihr denn her? Gut, ihr kriegt jetzt hier einen mit der Armbrust. Nee, ihr kriegt gar keinen. Weiter. Und. Genau. Zwei Pfeile müssen sorgsam platziert sein. Wie der? Jo, den machen wir zusammen kaputt. Und dann sind wir auch gleich bei unserem Zielort. Da sehen wir doch den gelben Punkt unten. Und mitnehmen. Jetzt haben wir auch wieder 5 Erholungen. Wen finden wir denn hier? Beidamo? Oh. Das sieht nicht gut aus für Beidamo. Unsichtbar. So sind wir viel stärker. So, na, wir warten nochmal kurz. Wir machen den hier nochmal eben kaputt. Und dann
Erholung gibt's hier keine. Wieder überlistest du den Tod. Nur ein Dämon hat solches Glück. Iva wird dich bestrafen. Nimm dein Lied. Keiner von meinen Kriegern darf mehr fallen. Ich werd's versuchen. Ein viertes Lied. Stimme die Weide und sammle das Lied ein. Oh ja. Endlich wieder Pfeile. Und jetzt... Und jetzt sind wir bei der Weide. Es ist Zeit. Ich habe die Splitter nicht. Was? Die Menschen wissen, was wir vorhaben. Sie haben die Splitter zerstört. Du wusstest? Du hast uns umsonst den Tod geschickt? Nein. Ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Du bist tot, Mensch. Ich werde es schaffen. Tja, wir haben die Gunst von Eivor. Mal sehen, ob er das jetzt erkannt hat. Wir müssen dieses Lied zur Zahik Senume zurückbringen. Du sprachst als Erststimme, Ryder. Doch ich wollte nicht hören. Eines Tages werde ich für alle Schwierigkeiten, die ich dir bereitet habe, bezahlen. Weißt du was? Wenn wir den heutigen Tag überleben, geht das Bier auf mich. Wenn dies nötig ist, so sei es. Beeilen wir uns. Die Menschen werden bald merken, was vorgefallen ist. Zum Hausbaum. Beidamo will, dass sie zum Hausbaum zurückkommen und der Zeig das Lied übergeben. Das ist unsere momentane Mission. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt noch ein langer Marsch, aber da steht er doch schon gleich. Bereit, dass wir nach Hause können. Hausbaum. Sofort hin. Das Hausbaum erfülle. Ja, das kennen wir alles. Die Missionenbeschreibung hier. Neuer Artikel im Audio-Tagebuch Astera 10. Mal gucken. Was ist denn das? Oh, wo finde ich das denn? Das allgemein verlassener Himmel. Um die Folgen zu schützen. Ja, alles so ein bisschen bla bla. Das finde ich jetzt alles gar nicht interessant. Ja, Fähigkeiten haben wir bestimmt auch alle, bloß die werden jetzt noch verbessert. Deswegen muss ich da auch nicht drauf eingehen. Und hier haben wir auch alle Waffen, die werden auch nur verbessert. Also, so viel zeigen kann ich da nicht mehr. Wenn wir jetzt Level aufsteigen, dann wird das alles nur sein, weil wir... Oder Verbesserung für das Bestehende sein. So. Reden wir mit ihr. Endlich, Ryder. Schlechte Nachrichten verbreiten sich im Wald. Die Tatut versammeln sich. Viele glauben, sie hätten den verlorenen Seelenbrunnen gefunden. Hast du das letzte Lied? Ich glaube schon. Irgendwas ist vorgefallen. Ah, ja. Ich sehe die Veränderung in dir. Ich sehe den Yave Mokai, die Erststimme, die wir gesucht haben. Ich verstehe nicht, wie. Das musst du auch nicht verstehen. Schnell jetzt. Singe das letzte Lied, um den schlafenden Seelenbrunnen zu enthüllen. Vierte Strophe, die zeigen möchte, dass sie Eivors Lied singen. Ah, ein Levelaufstieg. Mal sehen, was wir kriegen. Raffmo, eine neue Rüstung und Verbesserung für das Bestehende. Ah, okay, die Rüstung haben wir auch schon gesehen. Und dann singen wir das Lied. Und jetzt müssen wir nochmal mit ihr reden. Da ist er. Der vergessene Seelenbrunnen. Das hast du gut gemacht. Großartig. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern du. Du bist in Yave Mokri. Nur die Erststimme kann den Seelenbrunnen erwecken.
Und wie soll ich das anfangen? Oh, so viele Fragen. Vertraue dir selbst. Geh jetzt. Ein Mensch wartet am Kelutral auf dich. Sie bringt Neuigkeiten. Sprich mit ihr, aber schnell. Der Seelenbrunnen ruft nach dir. Ein Mensch. Wird das die... Seien die uns immer die Nachrichten schickt, was in der... bei der RDA gerade los ist. Oh, oh, oh. Oh, hat keinen Schaden gemacht. Das ist sie doch. Vorsicht, Traumwandler. Entschuldigung. Da läuft sie doch. Kendra. Wow, Ryder. Sie sehen jetzt wirklich wie ein echter Navi aus. Was machen Sie hier? Ich bin wegen Falco hier. Er hat den stillgelegten Brunnen gefunden. Ich weiß. Sie müssen schnell handeln. Falco hat einen Drachen zum Brunnen geschickt. Er wird den Emulator auf den Seelenbrunnen werfen. Ryder, der Emulator ist instabil. Die wahre Erststimme muss den Brunnen vor Falco aktivieren. Apropos Erststimme. Anscheinend bin ich das. Sie? Okay, Sie schaffen es. Ich kümmere mich darum, Kendra. Ich muss T'Challa finden. Alte Bekannte, Sie müssen T'Challa finden. Er wird wissen, wie man Falco aufhalten kann. Ah, T'Challa weiß alles. Bloß, wo finde ich ihn? Das ist jetzt gerade die Frage. Oben. Dann machen wir uns doch auf den Weg nach oben. Ja. Irgendwie hätte ich es cooler gefunden, wenn das Hausbau ein bisschen größer gewesen wäre als nur ein Stock. Also noch höher geht und wir da hin können. Ich meine, da geht es ja weiter, aber das wird so gerade und dann geht das wieder in Schlängel, wo man hochgehen kann. Traumwandlerin? Ich bin ein R. Niave Mokri, es ist mir eine Ehre, mit dir zu reiten. Schon gut, Partner. Ich bin immer noch derselbe. Legen wir los. Versteige dein Ikran. Wir reiten zur Gaolite. Was ist mit Tantas? Gaolite. Ich erkläre es unterwegs. Nach Gaolite fliegen. T'Challa. Jetzt habe ich mich selbst schon bei dem Namen verhaspelt. Möchte, dass sie nach... Jetzt habe ich... Gaolite fliegen. Und los. So viele Orte, wo wir noch hin können. Gebiet verlassen und Goliath-Ebene. Ja, dann nennen wir es jetzt Goliath-Ebene und nicht Kaloite oder so. Kaolite. Und der Seelenbrunnen ist also in Tantas und wir sind unterwegs nach Kaolite. Sagst du mir weshalb? Kaolite führt nach Tantas. Doch Weg ist versperrt. Versperrt? Von was? Tatut, sei bereit. Der Kampf kommt. Ich erkunde Fahrt. Du folgst Navi zu Beidamo. Er wartet auf deine Hilfe. Wir sind nah. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. So. Und das nächste Gebiet, was wir erkunden können. Aber wir sollen in die Richtung. Also gehen wir auch in die Richtung. Und nehmen wir hier das Pony mit. Na los. Oder können wir damit nicht mit Pony... Doch, können... Doch. Oh, wenn ich jetzt runtergeritten wäre.